Moin Leute, herzlich willkommen zu den LOL News. Mein Name ist Basti. Heute gibt es eine etwas ausführlichere Folge LOL News. Die Woche war sehr lang, es ist sehr viel passiert, aber trotzdem starten wir sofort rein. In die erste News. Und dort schauen wir tatsächlich mal nach NA, genauer gesagt auf TSM. Dort gab es nämlich einiges an Drama, um das Ganze zu verstehen, gehen wir erstmal ein bisschen zurück, und zwar letztes Jahr im Winter. Dort gab es nämlich einen kleinen Beef zwischen Reginald, dem CEO von TSM, also dem höchsten Tier, was TSM hat, und Doublelift, ja, dem Star AD Carry, der ja lange Zeit bei TSM gespielt hat. Doublelift hat in dem Stream darüber gesprochen, dass er eigentlich seine Karriere noch gar nicht beenden wollte, allerdings TSM nicht mit ihm zusammenarbeiten wollte. Reginald hat darauf geantwortet, dass sie nicht mit ihm arbeiten wollte, weil er einfach ein zu großes Ego habe. Darauf hat Doublelift dann wieder ein bisschen zurückgeschossen und hat in einem Stream gesagt, dass Reginald, also wirklich der CEO von TSM, sehr, sehr herablassend mit seinen Mitarbeitern umgeht. Dass er sie beleidigt, teilweise mobbt und dass sie teilweise sogar öffentlich bloßgestellt werden. Das Ganze dann auch noch einmal in einem Tweet formuliert und doch relativ heftige Anschuldigungen an Reginald ja, rausgehauen. Daraufhin gab es dann sowohl von Riot Games als auch von TSM selbst unabhängige Untersuchungen, also wie unabhängig die Untersuchung von TSM ist, ist die Frage, aber von Riot Games eben eine unabhängige Untersuchung. Am Januar wurde das gestartet. Das wurde sogar noch mal ein bisschen spicier, als ein Artikel von Riot aufgetaucht ist oder veröffentlicht wurde vielmehr, in dem die Vorwürfe, die Doublelift geäußert hat, nochmal von anonymen Mitarbeitern bestärkt und auch verifiziert worden sind. Darauf hat sich dann Reginald sogar geäußert und hat gesagt, ja, ich habe ein paar Probleme, ich gebe sehr, sehr direkt Feedback, ich arbeite daran. Hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen nach einer PR-Antwort angehört. Aber jetzt vor einigen Tagen wurde das Ganze nochmal deutlich, deutlich spicier. Da gab es nämlich nicht nur den Vorwurf, dass TSM falsche Arbeitsverträge aushändigt, dass sie quasi den Unterschied zwischen einem Freelancer und einer Festanstellung nicht respektieren. Vielleicht als ganz kurze Erklärung. Für die Firma ist es immer sehr viel besser, den Freelancer zu engagieren, weil sie damit keine Rentenversicherung, Krankenkasse und all so einen Spaß zahlen müssen. Aber für den Angestellten ist es natürlich sehr viel besser, wenn du festangestellt bist, in der Regel zumindest, weil du dann diese ganzen Vorteile hast. Viele Mitarbeiter bei TSM sollen quasi wie Festangestellte gearbeitet haben, aber auf dem Papier als Freelancer geführt worden sein. Und das ist tatsächlich in den USA oder kann in den USA in den strafrechtlichen Bereich fallen. Also das ist zum einen sehr, sehr spicy. Zum anderen hat aber auch Doublelift ein Statement bzw. ein Schreiben veröffentlicht, was er im letzten Winter von TSM bekommen hat, indem sie sagen, dass sie die rechtlichen Möglichkeiten ausloten, Doublelift dazu zu zwingen, nichts mehr zu sagen, auch mit Geldstrafen von $100.000 und $200.000 drohen, dass er eben nichts mehr sagt und die Vorwürfe gegen Reginald fallen lässt bzw. widerruft. Also es ist sehr, sehr interessant. Ich habe euch den ganzen Spaß unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es einen sehr guten Artikel von Summoners In zu dem ganzen Thema. Was jetzt schlussendlich wahr ist, wer hier lügt und was, wie das Ganze am Ende ausgeht, ich denke, da müssen wir auf den unabhängigen Bericht von Riot Games warten, der liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Falls der aber veröffentlicht wird, halte ich euch hier natürlich auf dem Laufenden. Damit schauen wir mal auf etwas erfreulichere News und gucken auf die Gameplay-Änderung, die Riot für den 12.10er-Patch angekündigt hat. Wir haben ein relativ langes Statement verfasst, wo sie erzählt haben, dass ihnen aktuell zu viel Damage in League of Legends ist und dass sie das tatsächlich anpassen wollen. Ich persönlich war sehr, sehr glücklich, als ich das gesehen habe, ähnlich wie quasi alle meine ADC-Kollegen. Bröki hat ein komplettes Video drüber gemacht, Solo hat ein Statement auf Twitter verfasst. Es ist wirklich sehr, sehr schön für uns AD-Carries, denn Riot hat eingesehen, beziehungsweise hat halt in diesem Statement gesagt, es ist zu viel Damage, wenn Leute aufplatzen, ohne dass sie wissen, was sie getötet hat und ohne dass der Gegner sehr viele Skillshots treffen muss, ist das vielleicht ein bisschen viel und Riot möchte dem Ganzen entgegenwirken. Das wollen sie jetzt allerdings nicht tun, indem sie quasi jeglichen Schaden nerfen, sondern indem sie jeden Champion, was die Base-Werte angeht, einfach ein bisschen hochheben, was Rüstung, Leben und MR angeht. Das bedeutet, das wird einfach ein bisschen angehoben, sodass jeder ein bisschen tankier wird. Gleichzeitig werden auch neutrale Objekte gebufft, das heißt Monster, Barons und so weiter, aber damit die auch quasi tankier werden und alles mitskaliert. Finde ich persönlich super, super nice, inwieweit das wirklich Einfluss auf das Gameplay hat und wie krass diese Veränderungen sind. Das muss man dann im 12.10er-Patch schauen. Auch hier halte ich euch auf dem Laufenden. Damit schauen wir nochmal kurz auf den Transfermarkt bzw. auf die Roster-Changes in der LCS sowie in der LEC. Das Gerücht, dass Niski zu Mad Lions gehen sollen, geht schon ein bisschen länger und mittlerweile ist das Ganze tatsächlich sogar bestätigt. Niski war letztes Jahr noch bei Fnatic unter Vertrag, hat im Spring Split eine Pause gemacht, hat kein Team gefunden, ist aber ab SummerSplit bei den Mad Lions, der aktuelle Midlaner von Inrika, beziehungsweise jetzt ehemalige Midlaner, den viele von euch vielleicht noch von Big kennen. Der wird logischerweise nicht mehr Midlaner von Mad sein, der wechselt zum Sommer hin in die LFL, also in die quasi französische Prime League, und zwar zu Team BDS Academy. Niski hatte den Gerüchten zufolge kurzzeitig auch mit Cloud9 geredet, das Ganze soll aber nicht funktioniert haben und jetzt ist er eben bei Mad Lions unter Vertrag genommen.
Auch in NA gibt es Roster-Swaps und das sogar beim eben erwähnten TSM. Dort soll nämlich Maple neue Midlaner werden. Maple ist ein Name, den ihr vielleicht noch von ganz früher von den Flash Wolves kennt oder auch von PSG Talon. War ziemlich erfolgreich in der letzten Zeit und wird jetzt eben aus der LPL nach NA wechseln. Außerdem wird Ignar tatsächlich zu Immortals wechseln. Der darf wieder mit Power of Evil zusammenspielen. Hat ja 2017 mit Power of Evil noch bei Misfits gespielt. Dann war er dann mit Power of Evil, dann wieder einen. Ja, nicht jetzt sind die beiden wieder vereint. Tristan ist auf jeden Fall immer noch ein Legenden-Midlaner. Ignar jetzt wieder an seiner Seite. Freut mich persönlich für beide. Außerdem gibt es noch sehr spannende Gerüchte, was Cloud9 betrifft. Die haben sich nämlich sowohl von ihrem Toplaner Summit als auch von beiden Supportern getrennt. Wisdom und Als hatten ja so eine Doppel-Support-Kombination. Das ist mittlerweile offiziell, dass sie sich von diesen beiden getrennt haben. Und da gibt es jetzt wirklich einige sehr spannende Gerüchte, wie das Lineup zum Summer-Split aussehen könnte. Zum einen soll Fudge wieder zurück auf die Toplane gehen und zum anderen soll tatsächlich Sven zurückkommen, aber nicht als ADC, sondern als Supporter. Und das ist noch nicht das Krasseste. Es gibt das Gerücht, und das halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass Jensen tatsächlich wieder zurück zu Cloud9 geht. Der hat ja schon von 2015 bis 2018 da gespielt, ist dann zu Team Liquid und hat jetzt im Spring Split 2022 Pause gemacht. Es gibt das Gerücht, dass er im Summer Split wieder bei ihnen spielen soll. Das wäre dann ein Lineup mit Fudge auf der Toplane, Blaba im Jungle, Jensen in der Mitte, Berserker als AD Carry und Sven als Support, finde ich persönlich unfassbar spannend. Zum Schluss schauen wir nochmal auf das EU Masters Finale, was am vergangenen Samstag stattgefunden hat, wo es Casey tatsächlich geschafft hat, zum dritten Mal in Folge die EU Masters zu gewinnen. In dem Finale gegen LDLC sind sie ja tatsächlich eigentlich als Favorit, als Underdog reingegangen und haben das erste Spiel tatsächlich auch gegen LDLC verloren. Dann haben sie das Ganze aber mit drei ziemlich cleanen Games gewonnen. Vor allem Sagan und auch Reckless haben beide sehr, sehr gut performt. Und die EU Masters, gerade das Finale, ist natürlich immer ein kleines Bewerbungsschreiben für die LEC. Ich bin sehr gespannt, wo es mit den Spielern hingeht. Vor allem Sagan, aber auch Reckless. Bin ich sehr gespannt, ob die vielleicht in die LEC kommen oder zurück in die LEC kommen. Ich persönlich fände es ultra cool. Das Finale an sich super spannend. Ich durfte es selber casten. Und auch das ein würdiger Abschluss für die EU Masters. Zum Schluss noch der Hinweis, dass die Prime League Anmeldephase aktuell offen ist. Bis zum 29.05. könnt ihr euch mit eurem Team für die Strauß Prime League anmelden. Macht das gerne. Competitive Roll ist nochmal eine wirklich deutlich krassere Experience. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß. Natürlich läuft auch gerade das Midseason Invitational, die MSI. Dort sind die ersten drei Spieltage jetzt mittlerweile schon gespielt und auch morgen, übermorgen gibt es die ganze Zeit weiter Spieltage. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag mit der nächsten Folge LOL News wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.